Hallo und herzlich willkommen. Es ist endlich soweit, mit etwas Verspätung leider, aber ich habe es leider übers Wochenende nicht bekommen. Anno 2070, together. Ich begrüße jetzt, nicht schrecken, Rambo alias The Dark Gaming. Hallo. Wenn er euch fragt, wo Dirk jetzt ist, willst du das erklären oder soll ich? Ja, nee, sag du ruhig. Okay, die genauen Umstände kenne ich auch nicht, aber Dirk hat das Spiel im Moment noch nicht. Und wir wollten euch nicht warten lassen und es war eigentlich als Überraschung geplant, dass wir das together zu dritt machen mit Rambo und uns damit ins Endlosspiel stürzen. Während Rambo und ich in aller Ruhe aufbauen können, soll sich Dirk mit einem NPC prügeln, das ist uns egal. Hauptsache wir Schönbauer können in aller Ruhe unsere Siedlung aufbauen. Nachdem das jetzt ein kleines Problemchen darstellt, dachten wir uns doch einfach mal, hey, es gibt doch jetzt diese Koop-Szenarien, die kann man doch jetzt zu zweit auch spielen. Deswegen werden die ersten Folgen dieses Togethers nicht das Endlosspiel sein, sondern die ersten Szenarien, je nachdem, wie lange es dauert, bis Derkus das Spiel eben hat. Ja, ich habe mich auch schon an den Senats- und Weltratswahlen beteiligt. Beim Senat sieht es gut aus, beim Weltrat nicht. Ich habe beide Male für die Echos gestimmt. ja, und das hier ist eben das Hauptmenü jetzt. Eigentlich die Kommandozentrale. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die Einsatzkarte. Und werde eine Einzelmission erstellen. Natürlich die erste und einfachste am Anfang. Die Jorgensen-Hochebene. Das ist gleichzeitig eine ganz, 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 ganz kleine Anspielung an 1404, an den NPC Leif Jorgensen. Wer sich an den noch erinnert, diesen talentlosen Badesänger. Barde, nicht Bade. Keine Ahnung, ob der beim Baden singt. Aber dieses Hochland werden wir jetzt besiedeln. Und das Ziel ist es, 2500 Executives anzusiedeln. Hast du die vorher gespielt, weil du gesagt hast, die? Ja, genau. Okay, ich habe die Kampagne angefangen, die erste. Okay, dann starte ich das als Multiplayer. Okay, ich kann dich hier nur als Koop-Spieler auf meiner Datei anladen. Hoffe mal, das funktioniert jetzt so. Ja, sehr gut. Wir sind jetzt also quasi eine Spieldatei und müssen zusammenarbeiten. So, wir haben beide minimale Erfahrungen jetzt mit 2070 und wir haben noch nie in Anno zusammengespielt. Eigentlich die idealen Voraussetzungen, oder? Mhm. Okay, welcher Fraktion gehören wir denn an? Momentan weiß ich das noch nicht. Musst du dich vielleicht irgendwo auf bereit gehen, weil da steht Warten auf Spieler. Ah, jetzt. Ich habe mich eigentlich noch für keinen entschieden. Ich bin zwar bei den Tycoons jetzt schon einmal aufgestiegen aufgrund der Kampagne, aber ich würde in der Mission, glaube ich, ganz gerne die Echos probieren. Mhm. Wie ist dir lieber? Hätte ich vorhin auch genommen. Machen wir Echos? Ja, ja. Okay. Mission starten. Schadet ja nicht. Dann machen wir Eden Initiativ. Oh. Ich hab's heute so mit Englisch, das ist. Ich glaube, man hat es vorhin auch beim Entpackungsvideo gemerkt, dass es ja gestern eigentlich online ist, jetzt wenn ich dieses Video wirklich am Tag danach rausbringe. Es hapert ein bisschen gerade bei mir mit der Sprache. Und ich hoffe, das Spiel ruckelt jetzt nicht. Ja, du bist sicher von mir fertig. Bei mir läuft Flaps mit. Bei mir wird gerade mal die Erdachse stabilisiert. Mein Rechner läuft CPU 100%, Graka 100%, RAM 98%. Und so lahm ist meiner nicht. Ich glaube, das ist gerade mal eine schnellere Grafikkarte jetzt. Wenn mich nicht alles täuscht. Als meine? Ja. Nein, du hast eine schnellere als ich. Mhm.
Ich glaube, das ist aber auch der einzige. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch der einzige essentielle Vorteil, den dein Rechner gegenüber meinem hat. Ja, und ich habe eine bessere Internetverbindung. Das sowieso. Darüber streite ich gar nicht. Nee, jetzt geht's auch schnell. Also jetzt hat er den RAM auch komplett ausgelastet, dann jetzt rechnet er hoch. Ui, jetzt holt er auf, jetzt holt er auf. Ja, wir sehen uns im Ziel, oder wie war das? Ich wollte es vorhin auf höchsten Einstellungen probieren, ohne Aufnahme. Es hat geruckelt wie Sau. Echt? Ich habe gerade auf höchste gespielt, das ist schön. Ja, ich glaube, mein Rechner braucht wieder mal ein Update. Zielkoordinaten erreicht. Ich hätte jetzt den Bau eines Counters fahren, das finde ich jetzt uncool. Okay, am Anfang wird das jetzt relativ zäh, weil wir ja zusammenspielen. Das heißt, für ihre aktuelle Mission. Da ist. Wie kann ich helfen? Das ist meine Arche. Hast du eine eigene Arche mit? Nein. Okay, Mist, das heißt, ich habe nur meine Arche und da ist im Prinzip nichts drinnen. Ich hoffe, mein Funktionsumfang entspricht Ihren Anforderungen. Eine Ihrer Aufgaben ist noch. Ich darf Sie an Ihren Auftrag. Eine Ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Ja, ich verdammt. Verfüge über weiterführende. Also gut, am Anfang. Hast du ein Schiff? Ich habe kein Schiff, oder? Nein, ich habe nur den Counter. Nee, weil ich sehe da ein Schiff auch. Ich würde gerne die ersten Gebäude selbst bauen. Damit die Zuseher das. Darf ich den Wald roden? Oder möchtest du ihn behalten? Den bei der Siedlung können wir. Bei den Ecos sollten wir vielleicht behalten, oder? Nee, die bauen. Also, es ist eigentlich. Registriere ganz gut Auftragsanfrage. Wenn die Wohnung zum Beispiel bauen, dann werden automatisch immer die Bäume überall gebaut. Ja, dann fang schon mal mit dem Roten an. Während ich die ersten Gebäude hier platziere. Aha. Nur Stadtzentrum weg. Stadtzentrum weg. Tut ja. Hoppala. Kann passieren. Sollte es aber nicht. Wesentlich der Neuerung, man kann jetzt auch Wohnhäuser so aufziehen. Zur demografischen Verteilung der Bevölkerung verfügbar. Aber was ich gleich machen sollte, das den automatischen Aufstieg blockieren. Das ist was, das geht mir in Anno eigentlich schon immer auf den Geist, dieser automatische Aufstieg. Ich freue mich, behilflich sein zu können. Erstmal die ersten 5-6 Hütten so platzieren, sonst 7. Egal. Siehst du, wie die Bäume so immer Kommandoschiff einsatzbereit. Lustig gemacht. Ja. Wenn die aufsteigen, sieht das noch hübscher aus. Das hier ist ein Abenteuer, aber ich glaube, wir werden es. Lade wichtige Informationen zur Reaktion und erwarte Ihren Befehl. Akkurat. Kommandoschiff fertiggestellt. Initiiere Steuerungsroutinen. Kommandoschiff fertiggestellt. Oh, nerv mich doch mal nicht. Ja, Eve nervt ein bisschen gar viel. Alle Systeme bereit. Ich find's gerade auch ein bisschen übertrieben. Ich darf Sie an Ihren Auftrag erinnern. Nicht so gut. Ich darf Sie an Ihren Ladedatensatz mit zweckdienlichem Informationsmaterial. Ja, ich fahre jetzt mal zum Konto. Eine Ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Ja, und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass man sagen könnte, wir sollten mal Energie produzieren. Ich glaube, es war eine gute Idee, mit dir hierher zu kommen. Und wir sollten Fische. Mein Archiv enthält Datensätze, die in diesem Zusammenhang wichtig sein könnten. Ja, ich würde sagen. Also was ich bisher gesehen habe, sind Bäume erstmal egal. Ich darf Sie an Ihren Auftrag erinnern. So, musst du eigentlich kommt's mehr drauf an, dass du Felder und so baust. Mhm. Ja. Wie teilen wir uns die Arbeit jetzt auf? Ich würde sagen, einer baut die Siedlung weiter aus, einer fährt mit dem Schiff auf Erkundungstour. Ich fahre auf Erkundungstour. Dann fährst du auf Erkundungstour und ich baue die Insel weiter aus. Aber zuerst benenne ich sie um, und zwar auf Vorschläge. Was sagst du? Vorschläge für den Stadtnamen, Inselnamen.
Dead Island. Okay. Ich habe schon das Schiff benannt, also... So viel Ich wollte gerade sagen, Wotan kommt mir bekannt vor. Wotan, die kam aus meinem anderen Let's Play auch, sie ja? Verbessern sich also 1404 genau. Let's Play. So wie ich. Oh, scheiße. Oh Gott, Eve hat gerade einen Satz gebracht, der macht mir leicht Angst. Hast du ein Problem mit deinem Rechner? Hallo? Ladedatenbank mit Steuerungsroutinen für Fahrzeuge. Ja, liebe Zuschauer, das gepflegten Let's Plays. Ich speichere die Sitzung mal. Let's play together. Spiel gespeichert. Ja, er schreibt mich gerade in Steam an. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Da gehen wir ins Hauptmenü. Partie verlassen. Ich gehe mal ins Hauptmenü und mache mal eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder im Let's Play Anno 2070. Nach den ersten kleinen technischen Problemen. Ja, wir haben jetzt den Spielstand geladen, den Rambo hatte. Denn den hatten wir beide, den meinen, da müssten wir jetzt wieder die Dateien irgendwie rüber kopieren. Und so läuft das. Deswegen haben wir das jetzt gemacht und während ich die Insel weiter ausbaue, erforscht, soll ich jetzt Rambo sagen oder Matthias? Ja, okay. Ist mir persönlich auch lieber, weil Rambo in Anno ist irgendwie nicht so prickelnd, sag ich jetzt mal. Genau, Absurdus. Absurdus, ja genau. Nenn mich doch einfach Wolfgang, so wie immer, okay? Ladedatensatz mit zweckdienlichem Informationen. Herrichten Sie auf Dead Island 10 Arbeiterwohnungen, na super. Wozu brauche ich auf einer toten Insel? Ja, egal. Ich soll übrigens schöne Grüße von Dirk ausrichten. Er bedauert, dass er das Spiel noch nicht hat. Okay, er hat sich so geschworen gesagt. Er hat gesagt, er findet es scheiße, dass er das Spiel noch nicht hat. Und möchte eigentlich mitspielen. Aber solange es nicht geht, eben Pech gehabt. Und er freut sich schon, sobald er es hat und mitspielen kann. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Stromversorgung. Das wäre mal essentiell. Oh nein, sonst sollte ich Tee herstellen. Das wollen die nämlich schon. Das kann ich schon anbauen. Scanne unbekannte Küste. Eine Insel. Ja, Matthias hat eine Insel entdeckt. Ich bin darauf programmiert, sie zu unterstützen. Basaltgewinnung, Schmelzwerk, ja. Also diese Moment mal. Ich gehe mal kurz ins Pausemenü. Einstellungen. Interface. Wo sind diese Anfängertipps? Starttipps. Aus. So. Bevor mir Eve nämlich noch länger auf den Geist geht. Lokalisiere Insel. Ich schon wieder eine Insel entdeckt. Ist ja krass. Oh. Piraten, ich werde zerstört. Piraten. Ja, genau. Die Korsaren aus 1404. Ich glaube, das sind die Somalia-Piraten. Die Korsaren aus 1404 schlagen zurück, oder was? Weil der ihre Schiffe genau, gekapert hat. Die Space-Korsaren. Moderne Korsaren, mein Gottchen. Ich passe erstmal Tee an. Scanne unbekannte Küste. Wieder eine Insel erreicht. Hast du schon Nahrung? Ich habe schon eine Fischerhütte, also eine Fischerhütte, na klar, eine Fischfabrik. Oder Fischerei und eine Teeplantage platziert.